Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Wechselstrom. Jetzt wissen wir schon sehr viel über Wechselstrom, über wie man das berechnet mit den komplexen Zeigern und so weiter. Jetzt wollen wir uns immer ein bisschen mehr damit beschäftigen, nämlich mit der Leistung. Okay? Ich habe mir da immer schwer getan. Jetzt, wenn man so einen Wechselstrom hernimmt, der rinnt einmal in diese Richtung, einmal in diese Richtung, einmal in diese Richtung, einmal in diese Richtung. Und irgendwie gibt es trotzdem Leistung. Ja, wie kann das sein? Meine, wenn man irgendwas hin und her zittert, wie kann das da Leistung vollbringen? Nun, sehen wir uns das etwas genauer an. Wir definieren jetzt nämlich einfach mal die Momentanleistung. Okay? Die sogenannte Momentanleistung ist die Leistung, die just in jenem Augenblick, wo irgendein gewisser Strom oder irgendeine gewisse Spannung durchrennt, ja, da abgeliefert wird. Also das ist die Momentanleistung. Wie berechnen wir Leistung? Wissen wir hoffentlich noch. Wir haben ein P, und klein schreibe ich das, weil das ändert sich ja diesmal. P von T ist gleich P Summe I. U von T mal I von T. Das ist die Momentanleistung. Okay? Ich denke, das ist jedem klar. Wenn jetzt im Moment gerade eine gewisse Spannung herrscht und es rinnt ein gewisser Strom, dann ist es die im Moment transportierte Leistung. Okay? Wie das jetzt genau ausschaut mit Sinusgrößen, das zeige ich am besten am Computer her, weil da kann es ein bisschen besser darstellen, ja, weil sonst zeichnen die mir damit meine Sinuse. Hat man ja schon gesehen, wie die ausschauen. Im Computer kann es besser. Ja. Schauen wir sich das an, die Momentanleistung am Computer. So, also auf meinem Computer haben wir jetzt eine Excel-Tabelle gebastelt mit einem 50 Hertz Wechselstrom und habe da Strom und Spannung an einen ohmschen Widerstand eingezeichnet. Ja. Also ich habe da einen sinusförmigen Verlauf der Spannung, das ist die blaue Linie. Daraus folgt ein sinusförmiger Verlauf des Stromes. Da habe ich auf der Achse da drüben habe ich die Stromgröße und hier habe ich die Spannungsgrößen. Und das sind halt im Moment 100 Ohm. Ja, also bei einem 100 Ohm Widerstand, Ohmschen Widerstand, würde es so aussehen. Und jetzt habe ich da noch eine Spalte drinnen, das P, die Momentanleistung berechnet. Das heißt, ich multipliziere einfach die momentanen Werte vor U und I, und jetzt schauen wir an, wie das ausschaut, ja. Weil ich das einblende hier, Book, so sieht das aus. Okay, die Leistung pulsiert, die Momentanleistung pulsiert aber, bleibt aber in eine Richtung. Und das ist der Grund, warum ein Wechselstrom praktisch Leistung transportieren kann. Weil es geht nicht zurück, ja. Weil es ist ja dann die Spannung auch in die andere Richtung. Und Minus mal Minus ergibt Plus und die Leistung funktioniert wieder in die richtige Richtung. Ja, es ist also wieder das mit dem negativen Spannungen und negativen Strömen, ja, dass dann die Leistung noch immer in die gleiche Richtung funktioniert. Also wir sehen, die Momentanleistung pulsiert also so nach oben und nach unten. Okay? Also irgendwann erreicht es Null, da wo der Nulldurchgang ist, erreicht sie Null. Ja, und dazwischen hat es irgendwo ein Maximum, was halt da U mal I die zwei Amplituden ist, das ist halt die Leistung. Okay? Und im Mittelwert wird halt eine gewisse Leistung in eine Richtung transportiert. Deswegen funktioniert Wechselstrom. Ja? Deswegen die Leistung, die Ladungsträger und so weiter, die zieht er nur hin und her, aber die Leistung wird immer wieder weiter geschoben und weiter geschoben und weiter geschoben. Also so schaut das aus an einem Widerstand. Wie schaut das aus an einer Spule? Also wenn ich jetzt zum Beispiel 0 habe, dann wird er wahrscheinlich, okay, sogar, jetzt nehme ich einfach 200 Ohm einer Spule her, 200, J200, da zeigt sich irgendwie ein anderes Bild. Okay? Was wir hier sehen, ist natürlich, dass der Strom jetzt nacheilt um 90 Grad.
Das haben wir ja besprochen. Der Strom an einer Spule eilt um 90 Grad nach. So, was bedeutet das für die Leistung? Hier sehen wir, die Leistung ist negativ, weil der Strom negativ ist. Dort, wo irgendwas einen Nulldurchgang hat, ist auch die Momentanleistung 0. Und dazwischen gibt es immer so ein Maxima und Minima. Aber, hallo? Jetzt ist dieser zeitlich lineare Mittelwert da drinnen 0. Das heißt, es wird keine Leistung transportiert. Die Leistung wird nur hingebracht und wieder, wird hingebracht und gleich darauf wieder entzogen. Also hin und gleich wieder. Das heißt, die Leistung ist, ich pumpe das nur hin und her. Da ist es jetzt tatsächlich so. Tatsächlich ist es also so, dass die Leistung da zwar durchrinnt durch meine Kabel, aber einmal hin und einmal zurück, und deswegen habe ich gar nichts davon. Gar nichts. Also wenn eine Phasenverschiebung von 90 Grad zwischen Strom und Spannung, zumindest wenn der Strom nacheilt, haben wir es jetzt mal angeschaut. Schauen wir uns das an, wie das am Kondensator ausschaut, wenn ich da praktisch minus 200 mache. Nicht viel anders. Das Einzige, was anders aussieht, ist die Phasenlage. Das heißt, der Zeitpunkt, in dem das, also jetzt eilt der Strom vor und die Spannung nach. Und es ist aber ist praktisch das gleiche Bild. Die Leistung wird hineingebracht und rausgezogen, reingebracht, rausgezogen, aber ich habe nichts davon. Es wird keine Leistung, im Mittel wird keine Leistung transportiert. Und wenn wir jetzt irgendwas dazwischen haben, zum Beispiel 200 und 200, oder nehmen wir von mir aus 500 und 200, nehmen wir irgendwas Schönes, 200 und minus 100, dass wir das ein bisschen besser sehen. Ja, okay. Jetzt haben wir praktisch einen Phasenwinkel da. Und wir sehen, jetzt gibt es eine Leistung, aber es gibt auch eine negative Leistung. Das heißt, ich bringe Leistung hin und ich ziehe Leistung wieder ab. Ja, also wenn diese Phasenverschiebung hier nicht 90 Grad sind, sondern weniger wie 90 Grad, dann habe ich doch einen Mittelwert. Ja. Aber der Mittelwert ist eben nicht so hoch, wie er sein könnte, wenn wir null Phasenwinkel hätten. Ja? Wir sehen, ein gewisser Anteil der Leistung wird hinzugefügt, und nur, um nachher gleich wieder wegzukommen. Ja? Es bleibt nicht alles dort. Ein Teil ziehe ich wieder ab, und das kommt aus diesem Phasenwinkel raus. Und welche Namen diese ganzen Teile haben, also der Mittelwert, den ich zuführe, dann das, was ich scheinbar habe, weil ich habe immer die gleiche Strom, und die Strom und Spannung habe ich ja nicht geändert. Ne? Komisch. Ne? Das schauen wir uns gleich auf einen Zettel. Okay? Aber so schaut das jetzt einmal aus. Also der Leistungstransport ist abhängig vom Phasenwinkel und nicht nur von Strom und Spannung Stärke. Schauen wir uns am Zettel weiter an. So. Das ist also eine coole Sache, oder? Das heißt, die Momentanleistung, wenn Strom und Spannung gleichen Winkel haben, in Phase haben, die ist immer positiv. Die pulsiert zwar ein bisschen eine, aber ist eigentlich immer positiv. Hingegen, wenn ein gewisser Phasenwinkel zwischen Strom und Spannung ist, dann wird es weniger. Und wir haben ja auch gesehen, bei Kondensatoren oder Spulen, da wo wir 90 Grad Phasenverschiebung haben, gebe ich ein bisschen was eine. Und dann ziehe ich es gleich wieder raus. Ja? Also bei der Spule praktisch speichere ich Energie im magnetischen Feld in die Richtung und dann in die andere Richtung. Und das Einzige, was ich mache, ist das magnetische Feld da drinnen, links, rechts, Nord, Süd, Süd, Nord. Und beim Kondensator tue ich halt umpolen. Aber so wirklich Leistung transportieren wir hier nicht. Ja? Wir liefern was hin und im nächsten Moment nehmen wir es wieder weg. Ja? Jetzt schauen wir uns ein paar Definitionen dazu an. Ja? Also ich hoffe, es ist eindeutig, dass wenn eine Leistung irgendwo hin transportiert werden muss, dann muss dieser Mittelwert, der zeitlich lineare Mittelwert, ja, muss einen Wert haben. Ja? Darf nicht null sein. Wenn es null ist, transportiere ich im Mittel keine Leistung. Ja? Und diese Sache, praktisch wirklich die Leistung transportiert. Wirkleistung heißt das. Wirkleistung. Ja? Also das ist die Wirkleistung.
Wirkliche Leistung. Und das bezeichnet man mit P. Ja, das ist das P. Ja. Und das ist der Mittelwert, der zeitlich lineare Mittelwert der momentanen Leistung. Ja, das ist der zeitlich momentane Mittelwert der momentanen Leistung. Okay, das ist die Wirkleistung. Gut, und dann Einheit vielleicht noch, ja. 1 Watt. Braucht man nicht umlernen, ja. Die Leistung, die wirkt, messen wir in Watt. Ja. Wirkleistung. Und dann gibt es die sogenannte Scheinleistung. Okay? Ich habe da Strom und Spannung und ich habe dort Effektivwerte. Und wenn ich diese zwei Effektivwerte multipliziere miteinander, dann habe ich die Scheinleistung. Ja, ich stelle irgendwo drauf, 230 Volt. Ja. Das ist die Scheinleistung. Die habe ich nicht wirklich. Ja. Es kommt auf den Phasenwinkel zwischen Strom und Spannung an. Ich habe sie nicht wirklich. Okay? Aber es scheint so, als hätte ich sie. Ja. Das ist die Scheinleistung. S ist das. Und dies U mal I, ja, Produkt, der, das ist die Produkt der Produkt der Effektivwerte. Okay. Das ist die Scheinleistung. Die Wirkleistung ist nämlich nur ein gewisser Anteil dieser Scheinleistung. Ja. Einheit zum Unterscheiden, zum Watt, ja, weil das ja, es ist schon eine Leistung, aber ich schreibe einfach, man schreibt einfach VA. Ja. Man sagt hier Voltampere. Also man sagt nicht Watt, man sagt einfach Voltampere. Okay? Und dieses Verhältnis zwischen P und S heißt Lambda. Ja? Es gibt ein Lambda. Das ist praktisch, wie viel Prozent vor dem S ist das P? Also P dividiert durch S. Das ist der sogenannte Leistungsfaktor. Und bei rein sinusförmigen Größen spricht man auch von Cosinus Phi. Ja, dann heißt dieser Leistungsfaktor auch manchmal Cosinus Phi. Lambda Leistungsfaktor. Also wenn, was weiß ich, wenn 80% der Scheinleistung jetzt Wirkleistung sind bei diesem Gerät, dann steht der Leistungsfaktor von 0,8 drauf. Das bedeutet, dass die Wirkleistung 80% der Scheinleistung sind. Was ist der Rest? Was ist der Rest? Ja, der Rest ist die sogenannte Blindleistung. Okay, Blindleistung. Blindleistung ist das Q. Und das ist nicht P minus S oder sowas, ja, sondern das ist die Wurzel aus S Quadrat minus P Quadrat. Einheit haben wir wieder ein VA, Voltampere. Was bedeutet das, wenn das so definiert ist? Nun,
Schauen wir sich das an. Ja? Ich habe irgendwo ein S. Ja? Da ist ein S. Dann habe ich irgendwo ein P. Und das ist ja nichts anderes wie ein Pythagoras da. Ja? Da habe ich hier. Hier mein Q. Jetzt hätte ich es aber noch grün einzeichnen sollen. Das wäre gescheiter gewesen. Gell? Da. Jetzt ist es grün. Q. Da haben wir 90 Grad. Ja? Deswegen P Quadrat plus Q Quadrat ist S Quadrat. Das gilt der Pythagoras. Das ist der Pythagoras da. Ja? Das heißt, der Blindleistung, wenn man das so aufzeichnet, ja, wenn man das so aufzeichnet, dann haben wir da dazwischen genau den Winkel Phi, der zwischen Strom und Spannung ist. Ja? Das ist das sogenannte Leistungsdreieck hier. Ja? Leistungsdreieck. Schaut nicht so schlecht aus, nicht? Leistungsdreieck, schaue ich auch noch hin. Man kann sich also vorstellen, dass die Scheinleistung S sich zusammensetzt aus einem Wirkleistungsanteil P und einem Blindleistungsanteil Q. Das Q kann entweder positiv oder negativ sein. Dann spricht man, beim Positiven ist es eine induktive Last, beim Negativen ist es eine kapazitive Last. Das P kommt praktisch immer, wenn man jetzt dieses Z hernimmt, diese Impedanz, kommt das immer aus dem Realteil der Impedanz. Ja? Und das Q kommt aus einem Imaginärteil der Impedanz. Also der Blindwiderstand macht die Blindleistung und der Wirkwiderstand macht die Wirkleistung. Ja? Und wenn ich einfach blöd multipliziere, dann ist es eben die Scheinleistung. Ja? Es ist jetzt so, dass sich die Scheinleistung auch ganz leicht aus Strom und Spannung berechnen lässt. Ja? Also die komplexe Scheinleistung S. Komplexe Scheinleistung S, ja, ist der komplexe Zeiger VU und mal, und jetzt mal I, ja, aber so einfach ist es nicht, weil ich muss nämlich I Stern verwenden, okay, I Stern konjugiert komplex. Also nicht wirklich den I, sondern den I mit dem anderen, mit dem negativen Imaginärteil verwenden. Dann kommt genau so ein Pfeil heraus. Ja? Dann ist das da S. Und jetzt kann ich das unterstreichen. Ja? Und der Q ist dann der Imaginärteil vor dem S. Ja? Und der P ist der Realteil vor dem S. Also wenn ich das so praktisch berechne, das S ist U mal I, ja, dann brauche ich mich nicht irgendwie darauf verlassen, sondern das U mal I Stern, ja, und dann kommt das heraus. Ja. Passt. Ja. Leistungen im Wechselstromkreis. So schaut das aus. Also es gibt eine Momentanleistung und aufgrund der Momentanleistung kann ich eben eine Scheinleistung, eine Wirkleistung und eine Blindleistung da herausholen. Ja. Früher hat das auch VAR geheißen, da hat man so ein kleines A dazu gemacht, um Scheinleistung und Blindleistung zu unterscheiden. Das macht man heute nicht mehr. Ja. Also, das nächste Mal werden wir uns anschauen, wie schaut das aus bei einer Serienschaltung von R und L. Jetzt konkret, ja. Das ganze Zeug angewandt auf eine Serienschaltung von R und L. Schauen wir uns das ein bisschen genauer an. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.